Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch. So, unser Auswärtsspiel beim VfL Bochum endet 1:1, Halbzeitstand 1:0 für die Bochumer aufgrund eines Eigentores von Benno Schmitz. Wir haben eine Standard, eine Ecke, ein bisschen rumgestochert da, Riemann hat den Ball, haut ihn dann lang nach vorne, Duda läuft zwar gut mit Zoller, aber nicht einmal achtet er da drauf, wo der Ball hingeht. Na gut, Zoller nimmt ihn an, spielt dann, ja, in die Mitte, kurz vor der Mittellinie auf Hofmann, der auf Stöger. Stöger geht noch ein bisschen und guter Steckpass, denn gegen die Laufrichtung, also ne, zu Ljubicic. Holtmann ist halt ein bisschen schneller als Ljubicic. Holtmann schießt scharf rein. Er hat wohl Hofmann gesucht, aber im Grunde war da nur Hector und Schmitz. Ja, Hector, ja, er muss den rechten Fuß nehmen oder mit rechts verteidigen und nicht mit seinem linken. Das haben viele Linksfüßler, dass sie ihren rechten Fuß, ja, einfach nicht nutzen wollen, aber gut, das haben in dem Sinne natürlich auch Rechtsfüßler, die ihren linken Fuß nicht nehmen wollen, ne? Ja, und von dort prallt der Ball dann unglücklich auf den linken Fuß, schön mit der Seite hat Schmitz dann den Ball ja ins Tor buxiert, 0-1, ja, ziemlich dämlich, aber gut, was soll's. Köln hat dann versucht, Spielkontrolle zu erlangen, gelang auch. Die Bochumer standen dann natürlich tief oder stabil mit ihren zwei Viererketten. Ich erinnere mich an einen Distanzschuss von Ljubicic, der knapp am Tor vorbeiging. Und nach einer Ecke hat Hector gut verlängert auf einen langen Pfosten. Vielleicht wollte er natürlich auch selber reinmachen, ist ja auch klar. Ja, und diesmal war Skiri nicht zur Stelle. Vielleicht hat er damit nicht gerechnet, war nicht wach genug oder sowas. Das hätte es auch sein können, aber gut. Glück hatten wir allerdings nochmal, als wir komplett völlig offen waren, in der Mitte der Innenverteidigung sozusagen, weil Hübers und Soldu komplett out of position waren. Keine Ahnung, was da schief lief. Am Ende, ja, also die Chance lief dann halt weiter. Am Ende war es dann ein Distanzschuss von Holtmann, der halb hoch gegen den Pfosten klatscht. Da hatten wir Glück gehabt. Das ist das, was ich mit Matchglück sprach vor diesem Spiel halt. Da haben wir halt Bammel gehabt, dass der nicht reinging. Wäre halt ein saublödes Gegentor gewesen, noch beknackter als das 0-1 mit dem Eigentor halt. Aber gut. Was ist noch passiert? Wir hatten dann halt nochmal einen Freistoß, den Kainz gut reinbringt und völlig hinten am langen Pfosten steht Skiri völlig blank. Den muss er eigentlich machen. Theoretisch sollte er vielleicht ihn in die lange Ecke köpfen, aber gut, er hat sich für die kurze Seite entschieden. Riemann wäre da auch wahrscheinlich nicht dran gekommen, aber leider hat Skiri den Ball am Tor vorbeigeköpft. So, erste Hälfte, sagen wir mal so, war umkämpft, ja, wir haben versucht, Kontrolle reinzubringen, aber wir wurden nie wirklich zwingend. Wir haben halt, ja, einen Distanzschuss und zwei Standardsituationen, das waren unsere Chancen, aber Bochum, ja, denen spielte das natürlich in die Karten, dieses frühe 1:0, das war übrigens jetzt das mindeste dritte frühe Gegentor für uns, aber auch noch nicht eine Niederlage da draus, ne? Wir haben auswärts jetzt viermal gespielt, dreimal unentschieden, einmal gewonnen, 6 Punkte auswärts und jedes Mal lagen wir 1:0 hinten. Und da nicht zu verlieren, ist aber auch beachtlich und macht mich dann halt auch stolz. Ne? Gut, dann hat man gerätselt, was macht man? Wechselt man? Wechselt man nicht? So wie ich Baumgart kannte oder sowas, war klar, dass er nicht wechselt. Tigges blieb glücklos, zumindest ist er nicht ausgewichen auf die Außen, was er aber mindestens einmal wieder gemacht hat. Wo wir auf Brechstange spielten, lief er da wieder an der Einwurflinie rum. Aber gut, das sind jetzt so Kleinigkeiten, da will ich gar nicht drauf rumhacken. Insgesamt hat Tigges halt alles versucht und gemacht. Am Kampf hat es jetzt auch nicht, daran hat es jetzt nicht gelegen. Aber ich glaube, Tigges hatte nicht eine Torschance, ne? Muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen und zugeben. Naja, jedenfalls, Duda war auch nicht wirklich wieder so gut, dass das immer irgendwie rechtfertigt, dass der Bursche spielen darf. Schlechter kann Hüseyin Basic das auf gar keinen Fall machen, maximal nur besser. Da muss Baumgart dann eigentlich auch mal den Jungen von alleine lassen. Und Duda hat jetzt zuletzt genug gespielt und ohne Ertrag, es kommt einfach nichts mehr rum, leider. Ja, dann kam, wie gesagt, dann der Dreifachwechsel und alles, wie ihr ja wisst. Was mich gewundert hatte, war, dass halt Kainz rausging, aber letztendlich nach hinten raus war es ja dann doch richtig. Aber Kainz war jetzt nicht so schlecht, dass er hätte rausgemusst. Und vor allem hat er am Donnerstag gar nicht gespielt. Und heute geht er als einer der Ersten raus. Thielmann war auch unglücklich. Donnerstag auch wenig gespielt. Heute als zweite Spitze gefühlt neben Tigges. Weiß ich nicht. Dadurch, dass sie früh führten, die Bochumer. Und diese zwei tiefen Viererketten hatte er gar keinen Space, gar keinen Platz, um seine Geschwindigkeit da
zu bringen. Ljubicic, Mentalitätsmonster, viel gemacht, viel gekämpft, alles gut. War aber auch oft unglücklich, muss man sagen, leider. Aber gut, man kann halt nicht in jedem Spiel so glänzen, dass alles klappt und funktioniert und halt reingeht, ne? Man muss die Mannschaft einfach loben, dass sie nie aufgibt, ist einfach tatsächlich so. Die Bochum haben nachher auf Zeit gespielt und alles, kann man auch irgendwie verstehen. Die waren dann aber auch platt, so nach 75 Minuten, da ging fast gar nichts mehr. Wir hatten dann nochmal die zweite Luft, aber auch aufgrund dessen, weil wir einfach dann auch gut dabei waren. Die Chance von Meiner mit dem Kopfball lasse ich mal weg, weil abseits war und auch auf der anderen Seite wurde Foul gegen Skiri gepfiffen oder an Skiri so rum, wo Stöger dann ja aus naher Distanz zum Tor an Schwebe mit dem Fuß scheitert. Ne? Also die Situation lasse ich jetzt mal raus, weil die ja eh nicht gezählt hätten, weil Foul und oder halt abseits war. Ja, wie gesagt, Meiner bringt nochmal guten Schwung mit rein, Distanzschuss ja am 16er und Riemann hält den. Und Adamian muss einfach den Instinkt haben, selber einfach runterzugehen, auf Verdacht, nicht erst um zu gucken, wo der Ball hinspringt. Hätte er vorher nach dem Schuss von alleine das lange Bein gemacht und reingerutscht, vielleicht fällt ihm da der Ball auch gegen Schienbein oder gegen das Knie und der Ball fliegt rein, so wie bei Schmitz mit dem Eigentor. Verstehe ich immer nicht, warum die Spieler das nicht im Sinn haben oder das durch ihre Profikarriere sich irgendwie aneignen oder sowas. Du bist schon einen Meter vom Tor, du brauchst dich doch noch nur irgendwie reinwerfen. Aber gut, sollte nicht sein. Später gab es noch eine Flanke, Dietz mit dem Kopf und Riemann mit Können, Glück, wie auch immer, kriegt den gegen die Backe. Der fliegt natürlich nicht an seiner Rübe vorbei ins Tor. Ja, und dann war das so ein bisschen so, Mann, das kann doch nicht angehen. Jetzt verlierst du hier dieses Spiel, obwohl du jetzt eigentlich doch am Drücker bist und wesentlich mehr machst, mehr Pässe hast, mehr Zweikämpfe gewinnst, mehr Ballbesitz hast. Ich glaube 65 zu 35 oder sowas. Wir haben weit über 80% Passquote. Das ist enorm. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Trotz der Umstände, der Rasen war schwer zu bespielen durch den Dauerregen und alles. Naja, und dann ist er zum Glück endlich reingegangen. Ich habe so laut ins Handy geschrien zum Kumpel. Ich hoffe, der hat keinen Hörschaden erlitten. Nein, hat er natürlich nicht. Aber das war dann so überfällig natürlich, dass wir da das 1:1 gemacht haben. Auch völlig verdient, ne? Ja, und wie das denn so ist, dann holt Hector noch die letzte Ecke raus. Ich habe die Arme schon hochgerissen, habe gesagt, jetzt Lucky Punch für uns. Wir gewinnen das Ding hier. Ja, Ecke, Kopfballverlängerung und oder wie auch immer. Und Soldo kriegt ihn auf den linken Schlappen. Ja, und jagt den Ball aus kurzer Distanz. 3-4 Meter vom Tor. Ja, das wäre es natürlich gewesen, ne? Ich will jetzt hier auch keinen kritisieren oder sowas. Klar, jetzt, wenn wir jetzt auf Soldo gehen, zweites Spiel oder sowas. Den einen oder anderen Fehlpass hatte er schon drin, hatten andere aber auch. Wie gesagt, denn dieses völlig out of position Air und Hübers da, was zum Glück nicht bestraft wurde, das war natürlich auch scheiße. Aber sonst hat der Junge, ich glaube, 55% seiner Zweikämpfe gewonnen, 79% Passquote, das ist dann schon auch in Ordnung. Ne? Wie gesagt, der Junge ist jetzt ganz neu dabei, spielt das erste Mal Bundesliga. Der macht sich und fängt sich schon, zumindest dass das eine Alternative ist zu halt Maivin Kilian oder sowas. Ne? Weil Pedersen soll dann maximal dann wohl auch wirklich nur dann für Hector mal als linker Verteidiger agieren und jetzt nicht unmittelbar in die Innenverteidigung rücken. Was Pedersen aber auch könnte, falls Not am Mann wäre. Ja, was soll ich sagen? Unterm Strich ein verdienter Punkt. Man kann auch sagen, 2 Punkte verschenkt. Ja, kann man auch. Aber es ist jetzt, wie es ist. Die Bochumer haben tapfer gekämpft, gefeitet und wie gesagt, Hofmann hatte noch in der zweiten Hälfte einen Distanzschuss, der zum Glück nicht reinging, der auch knapp am Pfosten vorbeiflog. Ansonsten haben die Bochumer halt, wie gesagt, mit Mann und Maus verteidigt. Das haben sie größtenteils auch dann wirklich gut gemacht, muss man ja dann auch zugeben, dafür, dass sie mit dem Rücken zur Wand standen. Und jetzt haben sie den ersten Punkt geholt, dass das ausgerechnet gegen uns sein muss. Doof, gut, aber ich habe ja eh gesagt, zumindest holen wir da einen Punkt und verlieren nicht. Und das haben wir geschafft. Und jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, bis auf halt die Nationalspieler. Ist halt blöde. Aber gut, wir müssen ja auch mal so sehen, wir haben jetzt im Schnitt alle 4 Tage gespielt, manchmal sogar alle 3 Tage. Und das hat natürlich auch jetzt Körner gekostet. Und ich hoffe, dass die Jungs jetzt ein bisschen runterfahren können. Und dann haben wir wieder Kraft getankt und dann können wir volle Pulle gegen Dortmund angreifen. Und die Jungs dann auch mal vor Probleme stellen, weil das Spiel ist auch bei Weitem nicht verloren gegen Dortmund, ne? Was gibt es sonst noch zu sagen? Die Linienrichter waren ein bisschen merkwürdig. Die haben immer ziemlich lau für Bochum gepfiffen, obwohl überhaupt nichts war.
Zum Schiedsrichter muss ich sagen, im Grunde in Ordnung, gibt jetzt nichts, was jetzt da zu beklagen war. Ich weiß aber nicht, warum er Stöger nicht eine gelbe Karte gibt, weil er den Ball da nicht richtig hinlegt. Er hat ihn schon ermahnt, dann hat er ihn zweimal ermahnt und selbst dann hat er ihm keine gelbe Karte gegeben, weiß ich nicht. Wir kriegen gelbe Karten für fast gar nichts, Hübers zum Beispiel. Klar wird, ich glaube, Gamboa war das da, und ein bisschen getroffen, aber das war ja kein aktives Treten oder Foulen, das war einfach nur in den Lauf, so wie auch immer. Es war ein Foul, okay, aber es ist keine gelbe Karte und da kriegt Hübers halt eine gelbe. Das ist halt Bullshit gewesen. Aber auch weil der Linienrichter das dann auch angewunken hat, da ist beide auf beiden Seiten waren Katastrophe teilweise. Ne? Gut, meine Lieben, haut mir bitte die Kommentare voll, wie ihr das Spiel gesehen habt. War der Punkt verdient, unverdient, zwei verlorene Punkte aufgrund des Spielverlaufs. Ja, wie gesagt, auswärts ohne Niederlage, nach 7 Spieltagen nur eine Niederlage in der Bundesliga. Ja, wir haben jetzt 10 Punkte. Ich bin soweit zufrieden. Darauf lässt sich weiter aufbauen. Aber man hat auch wieder gesehen, dass uns einfach Geschwindigkeit vorne fehlt durch Dietz und Tigges, die halt das nicht können. Da war Modest ja dann doch noch irgendwie agiler. Und ja, bleibt zu hoffen, dass die Jungs sich da bald fangen und sich mehr Torchancen erspielen oder herausspielen oder sich besser positionieren, weil Tigges war auch wirklich oft out of position. Immer wenn wir flanken konnten, ist der Ball immer über ihn rüber gegangen. Wenn er, wie gesagt, 2 Meter zurücksteht oder mehr zum Tor, also er kommt immer dem Flankentyp zu nah. Ist natürlich auch mal richtig, um halt einer Flanke kurz zu kommen, klar. Aber meistens, du bist doch schon einer der Größten auf dem Feld. Dann lass dich doch anflanken hoch und dann setzt du dich durch in den Loft. Aber da komme ich wieder zu tragen und sage, diese beiden Deeds und Tickets sind einfach zu Kopfball schwach, um sich am Ende dann durchsetzen zu können. Ja, klar, Deeds hat sich jetzt durchgesetzt gegen Slowacko, aber trotzdem, in der Regel für die Bundesliga auf 34 Spiele plus Gruppenphase reicht das leider nicht. Ich hoffe aber, dass die Jungs sich da bessern und verbessern und nicht immer als Stoßstürmer auf die Außen ausweichen, weil dann brauchen wir auch keinen Stoßstürmer. Dann kann da auch ein anderer spielen, der sich den Ball dann erläuft. Ja, gut, das ist jetzt so meine kleine Kritik. Ljubicic war auch, wie gesagt, oft unglücklich, aber er ist einfach ein Mentalitätsmonster. Er läuft trotzdem und gibt nicht auf. Skiri war auch super und agil. Martell kam rein, hat 2 Kämpfe gewonnen. Ja, meiner war wieder so ein kleiner Gamechanger. Also der entwickelt sich auch wirklich zu einer festen Größe da. Da können wir froh sein, dass wir den Burschen haben. Ansonsten auch Hector wieder sehr gut. Gut, halt unglücklich beim 0 zu 1. Muss er den anderen Fuß nehmen vielleicht. Aber gut, so eine Gegentore kriegst du halt. Ja, wir hatten halt Glück mit Pfosten. Die hatten Glück, wo Adamian an Pfosten schießt. Ansonsten geht der Punkt vollkommen in Ordnung für uns. Ja. Soll, du darf ihn gerne mal machen, das nächste Mal. Denn wäre er der gefeierte Held heute, nachdem zu viele Leute auch Donnerstag auf ihn raufhauen da, weil so schlecht hat er Donnerstag nicht gespielt, dass das irgendwie eine Note 5 wäre oder man sagt, er ist grottig oder sowas. Klar waren heute auch ein paar Wackler drin, aber das haben andere auch. Darüber sagt ja auch keiner was, komischerweise. Man sucht sich dann immer irgendwie vermeintlich das schwächste Glied aus oder den, den man angeblich nicht mag oder sowas. Das ist ja völliger Blödsinn. Man kann ja auch nicht sagen, warum spielt er heute? Weil die anderen sind zu abgezockt. Hofmann, Zoller, Holtmann und so weiter. Ja, gegen wen soll du denn spielen? Ich meine, die sind Letzter mit 6 Niederlagen. So. Und jetzt bietet sich das halt nun mal an, zumal ja auch Kilian Gelb-Rot gesperrt war, wegen dummer Eigenverschuldung nach seinem Foul. Klar, die gelbe Karte gegen Union zum Elfmeter war halt nichts. Aber gut, es ist halt, wie es ist jetzt. Ne? Gut, wir beruhigen uns jetzt mal. Jetzt ist Länderspielpause. Jetzt haben wir gute 2 Wochen ein bisschen. Ja, Ruhe will ich nicht sagen, aber wir können alle mal ein bisschen runterfahren. Die nicht auf Länderspielreise gehen, können sich auch ein bisschen ausruhen und ja, dann kann man wieder vernünftig trainieren und ja, wieder Kraft tanken, Luft tanken und alles mit der Familie ein bisschen was machen, sodass man wieder zu Kräften kommt und zur neuer alten Stärke und dann greifen wir dann gegen Dortmund wieder an. Da rechne ich mir nämlich viel aus, so wie Dortmund im Moment spielen. Gut, die fahren ja auch wieder auf Null runter. Ne? Nach so einer Länderspielpause geht es ja meistens immer bei Null los. Aber ich habe eigentlich keine Sorge und keinen Bammel vor den Dortmundern. Schon gar nicht, wenn wir dann halt ja, mit unseren Fans im Rücken dann agieren, egal ob heim oder auswärts. Die Fans, die heute da waren, die waren wieder grandios. Die haben das ganze Spiel Alarm gemacht und die Mannschaft angefeuert. So muss das. Dafür auch herzlichen Dank an euch, die vor Ort waren. Kommt gut alle nach Hause und ja, ich mache jetzt mal einen Punkt, hab genug gesabbelt. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne neue Woche, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, haut rein, tschüss.